fahren jetzt zum Hauptbahnhof. Aber nicht da, sondern da hinten. Die ist zur zweiten Zufahrt. Okay. Neue Ampelanlage hier mit der neuesten LED-Technologie. Da kommt ein Solaris an der Rheinbahn. Und da kommt schon auch eine solche Straßenbahn auf Linie 7. Mit Sparkassenwerken. Den Reisebus nehme ich jetzt auch hier mit. Auf Klimatour. VDL natürlich, VDL. Es waren so viele Busse. Auch wenn wir etwas verlassen, es waren noch weiterhin Fernbusse, aber kaum Fixbusse, nur ein paar. Und noch ein paar Busse von anderen Anbietern. Zum Beispiel Optima Tours und so weiter. Krantisch fällt mir noch ein, habe ich schon gesehen. Serbia Tours. Oder Serbia Tours, wie man das ausspricht. Mal schauen, wo der nächste Bus oder die Straßenbahn kommt. Es waren so viele Busse und Straßenbahnen. Ich habe den Jubiläumsbus noch nicht gesehen. Der ist auch ein. Es sind relativ selten. Seltene Busse. Muss man Glück haben mit den Action. Gleich geht es noch ein bisschen zur U-Bahn. Genau, gleich noch ein bisschen noch zur U-Bahn-Station. Mal schauen, was es dort so alles so gibt. Und da kommt sogar ein neuer Solaris. Und da kommt auch eine Straßenbahn. Scheiße, 7x7. Warnsignal, dass die Straßenbahn kommt. Und die Straßenbahn. Ich weiß nicht, wofür die Signal ist. Vielleicht, dass der Fahrer auf Fußgänger achtet und noch mehr Polizei. Das ist nicht die einzigen. Irgendwas soll ja los sein. Vielleicht wir haben eine so Corona-Gegner-Demo oder so. Wenn es so ist, und dann können wir mit der U-Bahn heute quasi so vergessen. Mal schauen, da kommt noch ein Solaris. Ein anderer. Es haben so viele Busse jetzt aktuell hier. Auch hier Fernbusse. Da sind noch zwei Busse. Einmal Solaris und einmal VDL.
noch ein Einlasswasser der Rheinbahn. Den nehmen wir auch mit. Verkehrsaussicht mit der Rheinbahn. Alle Polizisten fahren da hinten über diese Bismarckstraße rein zum Bahnhof. Dann ist noch mehr Polizei. Was ist heute los? So viele Polizisten habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Da kommt eine ältere Straßenbahn, die leider hat, die fahren nur auf, weil da hinten ist schon ein Fernbusbahnhof, sehe ich gerade. Jetzt hier. Für alle Signalfreunde-Fans, hier noch ein Video über die Ampelanlage hier. Nagelneu übrigens, die neueste Technik von Sparko ist die Ampel. Die modernen Siemens-Ampel, nämlich da hinten. Die sind auch sehr, sehr modern, so schön leuchtend. Aber ich mache die zur alten Anlage ein bisschen mehr. Die Anlagen, die Ampeln aus dem Jahr 2004 und so weiter, die sind so schön und diese Pflanzen auch noch heute. Und ich kenne auch ein paar Ampellagen, die aus 2010 sind und jetzt komplett ausgeordnet sind. Es kommt wohl jetzt noch ein paar Busse hier oder so. Ne, kommt auch nicht. Ich sehe keinen. Ich bin erst wieder 5 Minuten oder so. Und der nächste MAN Efficiency Hybridbus. Und noch ein altes Auto direkt dahinter. Da kommt der VDL, dann kommt noch ein VDL. Wie es ausschaut, ohne Werbung, oder? Und jetzt hier auf den Umwelt, auf der Bus in der Umweltbürte, kommt gar keine Werbung, da die Busse bereits eine Werbung haben, denn wir werben jetzt hier für diese sauberen Busse. Steht auch ganz hoch drauf. Hier wird die neue Zentralbibliothek, hier steht die neue Zentralbibliothek in den in der ehemaligen Hauptpost. Sehr schade, dass die Post jetzt immer mehr Gebäuden aussieht hier. Noch ein Einsatzbahn der Rheinbahn. Da kommt noch ein Bus hier. Da kommt noch ein Bus. Jedenfalls ohne Werbung. Sehr, sehr coole Abfahrt hier übrigens. Und noch mehr Polizisten. Wie viele Polizisten müssen es noch sein? Jetzt kommt noch das Ordnungsamt dazu. Was ist hier los? Nur los heute. Wo ist nämlich der VDL? Ja, der ist schon abgebogen da hinten. Ich verbinde jetzt zum Bahnhof. Einmal hier rum, einfach da rum. Okay, ich laufe jetzt langsam mal zum Bahnhof. Zum Hauptbahnhof. Hier am Busbahnhof. Ich bin jetzt hier an der Straßenbahnstation und ich sehe so viele Polizeifahrzeuge. Das fühlt man nicht mit Spotten heute hier. Aber wir haben schon genug gespottet. Wir haben so viele Bilder gemacht. Und hier ist noch die Information über Nachtbusse und so weiter in unserem Flughafen Stadthalle. Sommerswert, der ist am Ganusmesser in Vollversorgung noch nie. Muss ich mal jemanden machen. Wahrscheinlich schon Hafen, Unterbau, Hattingen, Mülheim, Neusser Furt. Und zu den U-Bahn-Linien U70 bis 79 im Hauptbahnhofsgebäude. Schön, so viele Polizeifahrzeuge hier. Was wird heute hier passieren? Hier in Düsseldorf. Da kommt noch ein Bus. Ein VDL von einem Subunternehmer aus München Gladbach. Also mit München, ey. Schade, dass ich in dem Achtbus so ein grüner Polizeifahrzeug. Polizei, das ist eine grüne Schreifbahn. Die wird noch sehr selten hier bei uns. Irgendwie wurde alles auf, hat alles auf blau umlackiert. Und mal schauen. 1 Minute 77 Schmiedenhafen. Wenn der Einzelfahrer hier steht, dann wird es hier bestimmt gleich eine Demo geben oder so. Die Fußballspiele dürften mit Zuschauern aktuell gar nicht stattfinden.
Und noch mehr Polizei, der fährt einfach mitten auf den Fußgängerüberweg. Da fahren auch kaum Straßenbahn. Hier kommt mir 7:07. Gleich. Hier gleich. Am interessant finde ich den Busbahnhof. Die Bushaltestelle ist hier. Unipa-Werbung. Am besten gehen wir hier rüber. Genau. Die Straßenbahn. Die war doch in die 7:07.